Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Galinkas Küche. Heute möchte ich euch gerne ein bisschen so teilnehmen lassen in meinem etwas privates Leben. Nicht unbedingt in die Küche am Herd, sondern was ich mache außer meiner Küche. Und ich möchte gerne euch eine Vorgeschichte sagen, wo wir am 2020 von Thüringen in Norden gezogen, hat mir eine Frau über mein Kontaktformular in Webseite angeschrieben. Und hat sie mir geschrieben, oh, Luba, ich würde dich gerne so persönlich kennenlernen und wir leben gar nicht so weit auseinander. Das ist ungefähr eine Stunde 20 Minuten hier in Mecklenburg-Vorpommern. Haben wir immer wieder versucht, uns zu treffen, aber dann, wie ihr wisst, Corona-Zeiten war so schwierig. Dann war was bei uns, da war was bei ihr und es hat nicht geklappt. 4 Jahre haben wir versucht und dieses Jahr hat es geklappt. Wir haben schon im Januar uns einen festen Termin hingelegt und haben, wie gesagt, Hauptsache sind wir gesund, Rest kann man immer regeln. Und das hat endlich passiert und ich bin froh, diese wunderbare Pärchen kennenzulernen und danach noch festgestellt, dass die Frau ist auch aus Kasachstan und hier in Deutschland hat sie auch genauso wie ich einen deutschen Mann geheiratet. Es war interessant miteinander auch zu sprechen. Die beiden haben Ferienresidenz, die vermieten ein paar Wohnungen und wenn ihr möchtet, ich kann euch natürlich unten in die Beschreibung einen Link zu ihrer Webseite stellen, dann könnt ihr mal selber nachschauen nach den Bildern. Wir haben ein bisschen aufgenommen, die Wohnung, sie hat uns es erlaubt, die Wohnung, in welche haben wir ein paar Tage verbracht, die andere Wohnung war besetzt. Es ist wirklich wunderschön da, so eine natürliche Ruhe, es ist auf dem Land. Und wenn ihr möchtet, gerne aus der Stadt drüber raus und ein bisschen Ruhe zu finden und mit sich allein zu sein, dann ist das ein perfekter Platz. Es kann man schön spazieren gehen, es kann man im Garten schön lesen und Sonnenaufgang zu genießen. Es ist auch mehr, gar nichts weit von denen. Es ist 7 Kilometer und ihr seid schon am Ostsee. Es ist wirklich ein schönes Örtchen. Uns, es hat wirklich sehr gefallen. Leider, wo wir gekommen sind, es hat so toll geregnet und die Aufnahme war nicht so toll und ein bisschen so grau. Könntest mal nichts draußen was groß unternehmen. Aber am Tag unserer Abreise von früh ist die Sonne geschehen, so herrlich, dass wir sind nochmal rausgegangen und ein bisschen aufgenommen draußen, wie es ist. Und sind wir auch einen Strand nach Kühlungsborn gefahren und Strand und Promenade aufgenommen. Es ist wirklich ein schönes Örtchen, kann nur empfehlen, mal da mal besuchen. Wirklich, uns hat es sehr gefallen. Viele Gaststätte, Kaffeeladen. Eigentlich sehr, sehr schön da gewesen. Wir hoffen, das wird unser Video euch gefallen. Wir hatten wirklich ein paar schöne Tage gehabt, zusammen unterhalten, gekocht, gebacken, zusammen gegessen, schöne Abend zusammen verbracht. Es war wirklich wunderschön und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ich freue mich natürlich über eure Kommentare, ob ihr vielleicht in diese schöne Ecke von unserer Deutschland da gewesen. Wenn nicht, rate ich euch wirklich in Richtung Rostock fahren und mal diese wunderbare Örtchen Kühlungsborn einfach besuchen. Wirklich sehr, sehr schön. Ich wünsche euch viel Spaß bei Video anschauen. Vielen Dank, liebe Freunde. Hallo Luba, oh endlich, du bist wieder da. Oh wie schön, ich habe schon gedacht, wo seid ihr endlich da? Oh toll. Ja. Nach 4 Jahren ist es geklappt. Nach 4 Jahren, endlich, freue ich mich. Ja. Das ist meine liebe Zuschauerin und sie schreibt mir seit 4 Jahren. Und jetzt endlich haben wir uns getroffen. Und mal werden wir mal schauen, was wir können hier sehen, was Schönes sehen.
Tatjana hat hier auch schöne Ferienwohnungen, wo kann man schön Urlaub machen, mit Kindern oder alleine. Es ist gerade 7 Kilometer mehr von dieser Stelle. Wir werden euch noch was ein bisschen zeigen, wenn Tatjana natürlich nicht dagegen hat. Natürlich, sehr gerne. Herzlich willkommen zu mir. Ja, alles klar. Dann schön. Schauen wir mal ein bisschen. So, Luba, das ist die Ferienwohnung Nummer 2, heißt Blütenzauber, kann man bei uns auf die Webseite sehen. Wir haben zur Verfügung schon 2 Ferienwohnungen und das ist eine zweite davon. Hier habe ich euch einen schönen Nest gemacht. Oh, quasi. Das ist können wir Leben gucken. Für dir. Ja, dann schauen wir mal erstmal, was wir Schönes bekommen. Hier ist sehr schön warm und gemütlich. Wir haben Bodenheizung, also das heißt, alle ganzen Boden ist sehr warm, schön kann man barfuß laufen. Das spüre ich schon. Sehr gemütlich und angenehm. Hier gleich gehen wir im Wohnzimmer, die ist mit Küche zusammen. Hier kann man schön zusammen kochen, am Tresen sitzen, unterhalten, vielleicht was trinken. Und danach auf einem Sofa sitzen und ein bisschen einen Film gucken. Sehr angenehm für die Kinder das auch, weil man hier eine Terrasse hat. Genau. Für die Kinder ist natürlich toll oder für die Eltern, weil man hier eine Terrasse hat, kann man Kinder hier rauslassen, dass die hier ein bisschen spielen und vielleicht die Eltern auch draußen essen können. Ja. Und abends ist es sehr angenehm, weil wir diese Natur haben und Ruhe vor allem. Ja, das stimmt. Und frische Luft, was ich Landluft, was ich sehr, sehr genieße. Also, ja. Genau. Hier werdet übrigens ihr schlafen. Dankeschön. Ja, also mit einem Einblick oder Aussicht nach draußen. Ist das Kirschbaum? Das ist süße Kirsche. Süße Kirsche. Ja. Schöner Ausblick. Ja, also wir haben das auch genossen, als wir hier schon übernachtet durften. Genau. So, hier gehen wir im ersten Bad. Wir haben hier in dieser Wohnung 2 Bäder. Das ist daran Schönes, dass jeder für sich was hat. Also hier ist quasi wie normal Dusche, Toilette und ja, hier haben wir auch Bodenheizung, so dass man sehr angenehm rein und raus kann. Barfuß. So, jetzt gehen wir in eine zweite kleine Schlafzimmer. Hier können auch Erwachsene schlafen oder auch Kinder. Also diese Wohnung ist quasi... Mit Enkelkinder kommen hier. Oder genau das. Ja, genau, also das ist auch schön. Ja. Ja, ein schönes Zimmer. Aus dem Fenster kann man auch schön Natur genießen. Wenn man aufsteht, mein Hahn singt schon. Man kann ihn hören, weil wir Hühner haben. Das ist natürlich auch zu hören. Mhm. Was es auch für Land total schön ist. Hier haben wir noch ein Bad. Das ist gleich quasi, das hier ist Duschkabine und die übliche Sachen quasi, ne? Wir ziehen uns. Ja. Gehe ich kurz raus. Mhm. Tatjana, du hast hier wirklich eine sehr schöne Küche. Wollen wir dann auch was bisschen zusammen kochen? Ich hoffe es, wirklich. Ja, dann machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ja, da werden wir auch ein bisschen was machen. Ja, sehr gerne. Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Wunsch. Ich freue Dank. Mich für diese paar Tage bei dir zu bleiben hier. Wirklich sehr angenehm und freundlich. Echt. Und kann natürlich empfehlen, auch meine Zuschauer, besonders welche, vielleicht nicht so weit müssen fahren und in die Nähe suchen sie sich ein schönes Örtchen, wo die paar Tage oder das Wochenende oder in Ferienzeit, da wahrscheinlich vielleicht kommen wir mal mit Enkelkindern hier. Das wäre schön, ich würde mich sehr freuen. Ja.
Und die haben auch eine größere Wohnung, wo das für 6 Personen hatte, ja? Genau, wir haben auch. Das ist doch super, gut. Ja. Ja, ich stelle dann auch einen Link für ihre Webseite, dann könnt ihr mal selber nachschauen. Und vielleicht oder einer oder die andere kommt auf Empfehlung von Kalinkas Küche zu meiner lieben Zuschauerin Tatjana zu besuchen und Urlaub machen. Danke vielen lieben dir. Dank. Vielen Dank. So, wer auf Natur und Ruhe steht, bitte zu uns. Herzlich willkommen. Am nächsten Tag, Tatjana leider musste zu Termin und stand lange im Stau. Deswegen habe ich alleine angefangen und uns schon was zum Nachmittag zu vorbereiten. Ein Tortenboden mit Erdbeer und eine Gemüsepfanne und ein bisschen gehacktes Klöpse obendrauf. Das war so lecker. Also soll ich einfach abkneifen? Ja, einfach abkneifen. Okay. Und dann einfach so mit den Fingern. Mhm. Schick, 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 schick. Einfach flach drücken. Da bin ich ja gespannt. Aber ich macht jetzt Spaß, mit dir zu kochen. Aber ich will sagen, ich habe deine Weidemehle genommen, ja? Ja. Das Gemischte. Sonst eigentlich mache ich nur mit Weiße. So okay. Machen die auch auf dem Markt. Aha, okay. Ist das nicht, habe ich schon zu dünn gemacht? Es reicht. Ja? Ja. Kannst du auch hier legen, okay. Wenn das nicht passt. Also meine ist nicht so rund wie deine. Na ja. Den Teig habe ich gemacht mit Weizenmehl 405 und Dinkelmehl, selbst gemahlene. Die haben eine Mühle und das war so lecker, viel leckerer als sogar nur mit weißem Mehl. Hat uns sehr geschmeckt. Und wie gesagt, am Tag den Abreise, es war so schön, da sind wir nochmal rausgegangen und ein paar Aufnahmen gemacht. Schaut, wie viel Hochbeete hat Tatjana und alle so schön gepflegt und sauber. Respekt von den beiden, so ein großes Grundstück, 6000 Quadratmeter, so gepflegt zu halten, dann noch neben Arbeit, das kostet viel Kraft und Zeit. Respekt, meine Lieben. Ganz toll finde ich auch diese kleine Veranda auf der Traktoranhänger, wo kann man schöne Runde sitzen und ein Getränk genießen. Und die Birke, das ist eine Rotbirke, also rote Blätter, keine grünen. Haben wir uns auch geholt. Ljubitschka, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und euch auch. Dankeschön. Ja, wirklich schön. Wir haben uns sehr gefreut. Sehr schön, ja. Und du auch. Und jetzt ab am Strand. Ja, genau. Viel Spaß euch. Danke und kommt auch uns besuchen. Ja? Danke, ja, machen wir. Genieß die Sonne. Tschüss. Okay. Tschüss. Jetzt haben wir ja herrliches Wetter. Und jetzt sind wir an Kühlungsbronn Strand. Und es war wirklich sehr schön. Haben wir ein paar Stunden hier verbracht. Schön spazieren gegangen, schöne Sonne genießen. Es war so cool. Die Leute haben dir auch gefreut über endlich Sonne nach so vielen Regentagen. Es war echt ein schöner Ausflug, kurz vor dem Nachhause wieder zurückfahren. Und es ist wirklich gar nicht so weit von uns und wir haben uns vorgenommen, dass wir im Sommer mit unseren Enkelkindern unbedingt an diesen Strand fahren und vielleicht auf dem Rückweg wieder Tatjana besuchen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde!